Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute ein Ranking-Video. Ich ranke meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mini-Eyeshadow-Palettes von Jeffree Star Cosmetics. Ich dachte mir, ich teile das auf, weil ich würde gerne auch ein Ranking zu den großen Paletten machen, die ich habe. Aber wenn ich die großen und die kleinen in ein Video packe, dann wird das 2 Stunden lang gefühlt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so die Erfahrung mit Ranking-Videos, aber irgendwie habe ich da Bock drauf und ich hoffe, euch gefällt das auch. Wenn euch das interessiert, wie ich meine anderen Jeffree Star Paletten ranke, die großen, also die normalen Paletten, nicht die Minis, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Wenn ihr jetzt sagt, das interessiert euch überhaupt nicht, auch gerne in die Kommentare, dann lasse ich das. Genau, wir starten, wie gesagt, ich habe 6 Stück davon. Ich meine, das sind alle, die er rausgebracht hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist mein Platz Nummer 6. Wir fangen mit dem 6. Platz an, die Orgy Mini Palette. Das ist der Umkarton. So sieht die Mini Orgy aus. Die war sehr umstritten, weil die angeblich eine scheiß Qualität hat. Sagen wir es mal, wie es ist. Das sind die Töne. Es sind nur Schimmertöne. Das war auch sehr umstritten. Die große Orgy hat ja nur matte Töne und die hat jetzt nur schimmernde. Ich finde die Schimmer... Ich habe sie lange nicht gehabt, sagen wir es so. Ich habe sie mir dann mal zum Geburtstag gewünscht, weil ich zu geizig war, mir die selber zu kaufen. Ich habe sie jetzt auch ein paar Mal benutzt. Ich fand die Schimmer ganz gut, aber nicht herausragend. Das ist eine Palette, die braucht man nicht. Wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne 4 golden warme Schimmertöne unbedingt haben, die sich alle recht ähnlich sehen, und Rot und 2 Brauntöne und das so ein Taubton und so ein Weiß. Ja, okay, kann man sich die kaufen, aber die muss man nicht haben. Also die habe ich nur, weil ich einfach die Sammlung komplett haben wollte. Und ich swatch euch mal Bathhouse. Wie gesagt, die war sehr umstritten. Aber das sind schöne Schimmertöne. Aber wie gesagt, muss man nicht haben. Deswegen Platz 6, weil ich sie einfach auch nicht so viel benutze und ich kann sie auch nicht alleine benutzen, weil ich mache keine rein schimmernden Lidschatten-Looks. Das ist einfach nicht meins. Ich mag immer gerne Schimmer und Matt kombiniert. Ich würde eher nur matt schminken als nur schimmernd. Wie macht ihr das? Seid ihr so Glitzer-Mädels? Würdet ihr rein schimmernde Looks tragen oder macht ihr das sogar? Würde mich sehr interessieren. Könnt ihr mal schreiben. So, ich mache mir mal hier so ein Swatch-Tuch auf. Die Oil Limited Edition von Isana. Ja, riecht jetzt auch nicht so gut, aber kann man machen. So, Platz 5. Die Blood Sugar Mini Palette. Die gibt es momentan, glaube ich, noch reduziert bei Douglas. Da habe ich sie mir nämlich auch geholt, jetzt vor kurzem. Das ist die neueste, die eingezogen ist. So sieht die aus. Kam zum, ich weiß nicht wie vielten Geburtstag der Blood Sugar Palette raus. Da wurde das relaunched. Da gab es dann die Blood Sugar Palette in weiß, also in einer weißen Verpackung. Ich habe ja die rote, die originale. Die weiße habe ich nicht, weil wieso soll ich mir die gleiche Palette kaufen? Nur in einem anderen Packaging, das habe ich nicht verstanden. Da sind halt Farbtöne aus der originalen Palette drin. Ich finde diesen Zahn so cool, hier in der Mitte. Die Töne, wenn man die normale Blood Sugar hat, dann hat man die Töne. Aber ich brauchte die Palette halt für meine Sammlung. Ja, und deswegen, ich habe damit ja auch schon einen Look geschminkt. Auf Instagram Live, meine ich. Und da swatche ich euch mal Wisdom. Das ist der rote Zahnton. Ein Schimmerton. Boah. Der ist halt richtig fett pigmentiert, ne? Der ist richtig geil. Ich mag es nicht so gerne, wenn Gesichter auf Paletten sind. Auch nicht das von Jeffree.
Deswegen bleibt die auch in ihrem Karton. Außerdem glitzert die Schrift. Die finde ich gut. Es sind solide Palette, aber braucht man halt nicht, wenn man die große hat. Und ich würde euch dann auch die große empfehlen, eher, weil da habt ihr noch mehr Farben. Und die kleinen kosten ja immer so regulär 30 Euro. So zwischen 20 und 30 Euro. Kommt drauf an, wo man shoppt. Und jetzt habe ich die im Sale gekauft für, glaube ich, 14. Das fand ich ganz okay. Für die Sammlung fand ich das in Ordnung. Dann auf Platz Nummer 4 die Mini Controversy Palette. Auch die hatte ich lange nicht. Die habe ich mir auch dann mal zum Geburtstag gewünscht und bekommen. Die war lange Zeit ausverkauft und dann gab sie wieder und dann habe ich mir die gewünscht. Und ja, das ist die Mini Controversy. Die hat diese Farben mit coolen Stanzungen. Finde ich auch ganz schön, aber auch die Palette ist ein bisschen schwieriger alleine zu benutzen, weil die halt sehr bunt ist. Die hat nur einen Braunton, einen golden-beige-Ton. Man könnte mit dem Lila, dem Flieder und dem Blau was machen. Also da kann man schon was mitmachen, aber ich finde sie jetzt nicht ganz so alleinstehend gut, dass sie höher gerankt werden würde. Ich swatch euch mal einen matten Ton mal zur Abwechslung, und zwar Controversy, den Lila-Ton. Und der ist richtig schön satt. Pigmentierung kann Jeffree Star Cosmetics einfach. Ist einfach so. I love it. Und der Karton ist von der Haptik auch so schön. Deswegen habe ich den auch drum gelassen. Der ist so ein bisschen angeraut. Und ich liebe das. Auf dem Treppchen auf Platz 3 die Mini Breaker Palette. Ich liebe ja die Jawbreaker Palette, die große, total. Und auch die Mini Breaker finde ich einfach klasse. Da sind zwar Shades drin, also Töne drin, die auch in der großen Palette drin sind, aber halt auch neue Farben, die in der großen nicht drin sind. Und ja, ich finde die einfach total schön. Mit den lila Tönen kann man einen Look schminken, mit den warmen Tönen kann man einen Look schminken. Da ist ein Braunton drin. Ich swatch euch mal Bite Me, das schimmernde Lila. Ist halt ein Swatch, ne? Das ist jetzt der Ton. Der ist echt schön. So sieht dein Pfändchen aus. So sieht er normal aus. Und ich finde die Verpackung einfach mega schön. Dann das Gegenteil dazu. Die Verpackung finde ich wahnsinnig hässlich. Auf Platz 2 die Star Ranch Palette. Das ist der Umkarton. Den finde ich ja noch ganz in Ordnung. Der hat auch eine schöne Haptik. Das ist auch erhaben hier. Und das ist so ein bisschen matt angeraut. Aber die Palette an sich finde ich potthässlich. Mit dem Pink und so, dem Blau und diesem Pferd und dem Jack und also Jeffree. Was hast du genommen, als du das designt hast? Wer hat das gemacht? Dafür habt ihr, finde ich das cool, hier sind zwei Colts und der Stern, das Logo im Spiegel. Und das sind die Farben. Und ich bin zwar eigentlich nicht so ein Blue-Brown-Mädchen, also Blau- und Brauntöne, aber diese Farben finde ich richtig klasse. Da kann man viele schöne Looks schminken mit den Blautönen, mit den Brauntönen, mit dem Grün und Blau, mit dem Braun und Grün. Das ist einfach eine super geile Palette, obwohl es nur 9 Farben sind. Finde ich die mega klasse. Ich gehe mal in Ole Jeff. Das ist so ein hellblau. Ich habe die auch noch nicht so viel benutzt. Aber die Male, die ich sie benutzt habe, fand ich sie einfach richtig toll. Pigmentierung klasse, Farbabgabe, Verblendbarkeit, Schimmertöne super. Abgesehen von dem Verpackungsdesign, einfach top. Richtig schön, aber die kommt schnell wieder in ihre Umverpackung. So eine hässliche Palette, echt. Aber die Umverpackung ist schön. Gott sei Dank habe ich die aufgehoben.
Da war ich mal geistesgegenwärtig. Und auf Platz 1, ich hätte es nicht gedacht, als ich sie mir damals gekauft habe, hätte ich niemals gedacht, dass die auf Platz 1 von meinen Mini-Paletten kommt. Aber es ist die Weirdo-Palette. Die ist noch gar nicht so lang draußen. Und ich find das Design vom Karton wieder richtig geil. Das ist der Umkarton. Die Palette an sich, ihr werdet gleich sehen, warum ich die Palette an sich nicht so geil finde, weil wieder sein Gesicht drauf ist. Ich finde es einfach, ich mag das nicht, wenn Leute ihre eigenen Gesichter auf ihre Produkte drucken. Ich mag es einfach nicht. Aber mit dieser Palette, da schlägt mein Grufti-Herz für, mein Gothic-Herz. Ich liebe diese Farbzusammenstellung von Schwarz, Grau, Rot, Rosé, Silber und diesem schönen Knochenton. Das ist eine tolle Palette für Grungy-Looks, für Gothic-Looks, für dunkle Looks, für Smoky-Looks. Das ist einfach mega und ich finde diese rote Umrahmung, rote glitzernde oder glänzende Umrahmung toll. Die Haptik der Palette ist toll, weil die so glatt ist, wie lackiert. Das ist einfach, die ist einfach klasse. Ich glaube, die gab es im Purish Sale für 5 Euro tatsächlich. Aber als ich hätte gerne eine für euch gekauft, damit ich sie euch verlosen kann. Aber als ich in den Purish Sale gegangen bin, war die schon ausverkauft. Ich meine, die war da nämlich in dem Sale mit dabei. Also wenn Purish mal wieder Sale macht, guckt da mal vorbei. Die packen auch Jeffree Star Sachen in den Sale. Man hat hier tatsächlich nur einen Schimmerton und zwar das Silber. Der Rest ist matt. Aber wie ihr schon gehört habt, bin ich da auch nicht abgeneigt. Ich mag gerne matte Looks. Ich swatch euch mal 1985. Das ist so ein mittleres Grau. Oh, Freddy hat keinen Platz mehr. Das ist so ein richtig geiler Grauton. Ich stehe auf Grautöne total. Deswegen mag ich auch die Cremated Palette sehr gerne. Auch die ist ja nicht ganz unumstritten. Aber dieses Lackierte. Und hier ist der Schriftzug ist auch wieder so ein bisschen erhaben. Bis auf sein Gesicht. Was man jetzt auch nicht, was nicht so dominant ist wie bei der anderen Palette. Aber ich finde die einfach mega. Ja, und das war mein Ranking-Video zu den Mini-Paletten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche, was die Ranking-Videos angeht, gerne in die Kommentare. Schreibt mir unbedingt, ob ihr die großen Paletten auch im Ranking sehen wollt. Das würde mich sehr freuen. Da habe ich nämlich total Bock drauf. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!